It's working. Yes, it's working. Hello. Ruskusta, erster YouTube-Livestream. Yes, wie ist das Licht? Das Licht ist sehr hell, da etwas kaputt ist hier und deswegen musste ich, ja, improvisieren und zwar mit meinem richtigen krassen Scheinwerferlicht, was ich normalerweise für meine Videos benutze, damit ich übertrieben gut aussehe, aber das tue ich ja eh immer. Von daher, let's see, 20 Uhr, get in, Hotties. So, das heißt, ich sehe jetzt auch hier den Chat bei YouTube selbst, das freut mich, das ist sogar der richtige, yes, zum Chatten anmelden, what, ich bin, ja, ich dachte, ich bin online. Warum? Ich bin angemeldet, glaube ich, bei meinem YouTube. Ich kann aber nicht chatten, wie es aussieht. Textlich nicht. Zum Chatten anmelden. Come on! Muss ich jetzt selber auf mein YouTube selbst gehen? Oh. Oh, wow. Hello, Taco! Ich habe keine Ahnung. Man kann natürlich an mich Fragen stellen. Natürlich kann man immer. Ich bin nur gerade ein bisschen... Muss ich gerade schauen, wie das YouTube-Ding hier funktioniert. Ja. Und dann schauen wir weiter. Okay, alles gut. Alles gut. Natürlich könnt ihr mir auch dazwischen Fragen stellen, wenn ich irgendwas nicht verstehe. Weil ich kann hier in meinem Stream-Programm kann ich nicht direkt schreiben und deswegen muss ich dann irgendwie, wenn dann, rumswitchen. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, hello! Welcome to meinem hotten Stream auf YouTube. Mein erster hotter Stream, wie ihr heute mein Outfit sehen könnt, bin ich heute leger, 80s kurze Hose. Ich bin ja schon im Sommer, obwohl der Sommer immer noch wartet. Ja, und genau, ja, ich habe ja hier meine heute Stirnband. Ich habe ja gerne mal diese 80s Stoffbänder an. Ich sag, oh mein Gott, ich bin live dabei. Was für ein krasser Hottenes blendet mich da. Krass, oder? Ich wollte, wie gesagt, heute mal live euch zeigen, was so hinter den Kulissen passiert, dass ihr so ein bisschen mehr erfahrt. Aber diesmal auf YouTube, nicht auf Twitch, weil mir haben viele Leute geschrieben, haben gesagt, Rusko, geh mal auf YouTube, schau mal, wie das da ist. Und dann hat es mich gepackt. Letzte Woche konnte ich leider nicht, da habe ich mich nicht so gut gefühlt. Aber diese Woche habe ich gesagt, YouTube, heute bist du dran. Und mal schauen, wie sich das so anfühlt und wie die Tools so sind. Und ja, hello, ich bin sehr, sehr froh, euch zu sehen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Fragen dabei über Sachen, über die wir diskutieren können. Ich habe hier eine kleine Sache aus vergangener Zeit, die ich euch noch gleich zeigen will. Und genau, und wir reden wahrscheinlich dann höchstwahrscheinlich noch so ein bisschen über die Zukunft von Rusko Star und ja, genau, somit, also Mo Frankfurt, du hast eine Frage, stell mir die Frage und die Leute sind ja auch hier und wollen ja natürlich auch die Antworten wissen und mitdiskutieren über diese Frage und über meine Antwort, so und nicht anders. Außerdem habe ich letzte Woche ein neues Video gedreht, was so ziemlich fertig ist. Ich eigentlich gestern oder so veröffentlichen wollte, aber da ich ja heute live gehe, dachte ich, sollte ich das vielleicht nicht gleichzeitig veröffentlichen, deswegen werde ich das nächste Woche Montag veröffentlichen. So, Mo Frankfurt. Auf YouTube, also erstmal eine Frage oder was ist. So, ich muss sagen, Sonnenbank Savior ist einfach ein extrem geiler Track. Es läuft seit Wochen rauf und runter. Auch der 80s-Style ist ziemlich gut gemacht. Also großes Lob. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, ich habe ja, letztes Jahr habe ich ja, also nee, 2019 habe ich ja mit Rusko Star wieder begonnen und da habe ich ja schon so ein bisschen dieses 80s reingebaut, aber das war eher so 80s-Schnösel mit diesem Pullover und mit den Hemden. Dann habe ich aber gesagt, okay, das ist halt sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Jedes Mal, wenn ich mich so anziehen muss, wenn ich dann irgendwie kurz mal was drehen muss oder sowas. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt bleibe ich zwar in den 80ern, vielleicht sogar noch einen Ticken härter, aber ein bisschen lockerer, ein bisschen mehr sportlich, ein bisschen mehr Gym, ein bisschen mehr, ja, einfach ein bisschen krasser
und nicht so aufgeglattet. Nein, macht das Sinn? Macht das Sinn? Keine Ahnung. Aber vielen Dank. Gebe mir viel Mühe. So, Boswani! Hey, von Twitch hierher gekommen. Nur für mich, hoffentlich. Ja. Minzi, hello, Otterkotze. Guck mal, wer hier alles ist. Wir kennen die Leute. Die sind normalerweise bei Twitch. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht, dass ich jetzt bei YouTube bin. Aber wie gesagt, vielleicht gefällt mir YouTube auch gar nicht. Und dann komme ich wieder zu Twitch. Aber ich musste, es hat mich nicht losgelassen. Ich musste unbedingt das jetzt durchziehen. Und mal gucken, wie sich das anfühlt im Vergleich zu Twitch. Und ja, genau. Genau, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich freue mich, euch zu sehen. Letztes Mal ging es mir nicht so gut. Und davor die Woche hatte ich ja ein Casting in Köln. Und das war so heavy, weil ich halt 6 Stunden Auto gefahren bin. Und ich habe trotzdem noch irgendwie eine Stunde durchgezogen hier. Aber das war echt zu heavy. Yes. Schön. Und vor allem ist es schön, wenn dann Leute sich gegenseitig auch noch kennen in meinem Chat. You know, that is amazing. Ja. Genau. Ich hab gestern ein paar Bestellungen bearbeitet und dann immer, das muss ich euch zeigen. Was passiert halt? Ich möchte halt eine wunderschöne Autogrammkarte und mit einer wunderschönen Unterschrift. Und dann passiert es mir, dass ich irgendwelche Fehler mache. Wenn dann bei der Unterschrift oder bei dem Text. Und dann muss ich immer. Ich habe jetzt für eine Bestellung habe ich 5 Karten gemacht, die alle nicht geklappt haben. Dass ihr wisst, wie viel Arbeit dahinter steckt, allein nur eine Autogrammkarte zu machen für mich. Neues Video. Feiern mit den Hotties. Wenn der Sommer nicht kommt, holen wir ihn uns. For real. Wie gesagt, ich bin ja schon im Sommermodus, wie ihr seht. Jeden Tag, wenn ich Roscoe Star bin, ist bei mir Sommer. Und ich freue mich aber auch hart auf den Sommer, weil ich richtig gut, mein Fitness läuft richtig gut, ich fühle mich richtig wohl, ich werde bauchfrei tragen, definitiv. Spätestens im nächsten Musikvideo werde ich definitiv ein bauchfreies Outfit haben, wieder. Und ja, genau, Sommer, Sommer! Leute, ihr kennt mich, ich bin der Sommer, weißt du, was ich meine? Ich bin hot, ich bin Sommer, ich inspiriere euch, euren Sommer zu leben, euren Lebenssommer, ja. Und von daher, genau, ich habe ein neues Video gedreht. Und zwar geht das um, weil das hat mich ja schon vor ein paar Wochen, habt ihr ja mitbekommen, dieses Thema Zensur. Und ich musste unbedingt was dazu sagen. Und ich war dann einer das war so der Anfang, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte ein bisschen Real Talk mit Roscoe Star machen, auch auf Instagram und überall. Und jetzt habe ich ein YouTube-Video gemacht über das Thema Zensur auf Social Media, vor allem was Kommentare und so angeht. Ich kann euch ja vielleicht gleich ein Snippet zeigen vom Video, weil das ist ja, wie gesagt, fast fertig. Und genau, und dann werde ich das wahrscheinlich dann Montag oder Dienstag veröffentlichen und auch streamen nächste Woche. Ich wollte ja auch noch einen Hot Bathtub-Stream machen, aber Twitch hat da jetzt auch irgendwas geändert, ne? Mit den. So, Gerti! Liz, hello, hi, 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 hi. Guck mal, ey, die sind einfach, die kennen sich, die fühlen die Hotness. Weißt du, so Hotties untereinander, die wissen, worauf es ankommt, und das fasziniert mich auch selber. Illumi, hello, hello. Ja, jetzt bin ich mal gespannt auch, weil jetzt sind ja eigentlich sehr, sehr viele von den Twitch-Leuten hier. Jetzt bin ich halt gespannt, ob auch andere Leute hier sind. Ja. Man sagt auch, die Sonne reflektiert die Hotness von Roscoes Zähnen. Das ist so ein Hin und Her. Und dadurch wird die Sonne noch stärker, weißt du, was ich meine? Und meine Zähne noch heller und meine Haut noch brauner. Und so macht man sich, ja, so wird alles besser um einen herum. Genau. Ja, dann möchte ich euch auch updaten, was das Thema Music angeht. Wir sind fast so weit, dass wir aufnehmen. Und zwar hoffen wir bis spätestens Mitte Juni, dass der Song aufgenommen ist. Und Cabrio, ne, Cabrio aufgenommen ist. Und oh, Nachrichten. Ich will eigentlich nicht auf mein Handy schauen, wenn ich streame. Und deswegen mache ich auch jetzt aus. So. Und der Song Mitte Juni aufgenommen. Und das heißt, dass es dann immer noch alles in Schedule ist mit Juli-Release. Und ich freue mich so, so, so sehr auf den Song. Die Message hinter Make Germany Hot Again ist ja sehr deep. Da hast du absolut recht.
Die Frage: Hast du manchmal Angst, dass die Message dahinter gar nicht richtig ankommt, weil du schon ziemlich häufig auch in dem HR-Beitrag in Charakter bist? Ich meine, ich habe ja angefangen mit dem Charakter, war ich ja permanent. Ich habe ja versucht, auch wirklich das auch selbst bei dem HR-Bericht hinter den Kulissen aufrechtzuerhalten, so gut wie ich konnte. Ich habe keine Angst, dass die Message nicht verstanden wird. Damit spiele ich ja auch ein bisschen. Nur war jetzt für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte, dass die Message jetzt ein bisschen klarer kommuniziert wird mit den Menschen, mit euch, die mir halt folgen und die ja eh schon verstehen, was ich tue. Und ich wollte das einfach nur noch mal klarer und noch mehr Hintergrundinformationen über alles, was ich tue, euch geben. Und ich hatte das Gefühl oder das Bedürfnis, das zu tun. Und das tue ich jetzt. Wenn die Leute das nicht verstehen, wenn sie halt irgendwie kurz auf mein Instagram oder kurz auf mein YouTube schauen und es nicht verstehen, dann ist das ja auch eigentlich Teil der Sache. Weil selbst in dieser Rolle, selbst in der Message oder einfach nur, wenn du liest, Make Germany Hot Again, trotzdem ist da ja nichts Bösartiges. Das, was ich ja tue, ist ja nie, dass ich irgendjemanden spezifisch beleidige oder irgendwie jemanden schlecht mache. Die Leute fühlen sich aber dennoch angegriffen. Und deswegen, wenn sie das halt nicht sofort verstehen, finde ich das absolut okay. Ist ja auch irgendwie der Sinn der Sache, dass sich Menschen so schnell von irgendwas angegriffen fühlen, wo es gar nicht zum Angreifen gibt, was halt was Positives ist, aber die wollen das Positive nicht sehen. Deswegen habe ich keine Angst davor, dass das missverstanden wird. Genau. Mir geht es besser. Ja, mir geht es besser. Wie gesagt, letzte Woche war ich so ein bisschen nicht krank, aber gerade am Mittwoch ging es mir halt gar nicht gut. Und wie gesagt, vorletzte Woche war einfach die Autofahrt, die einfach mich zerstört hat. Ja. Die Fotowand weg. Manchmal fallen ein paar Bilder runter. Da muss ich wieder aufkleben, aber eigentlich muss ich unbedingt, das habe ich auch letztes Mal gesagt, neue Bilder drucken lassen. Eigentlich habe ich hier in meinem Hometown einen Drucker, wo ich einfach hingegangen bin und habe mir einfach ein paar Bilder von mir drucken lassen, aber das alles zu ist und ich gar keinen Bock habe, überhaupt so irgendwo rauszugehen. Die ganze Atmosphäre da draußen ist für mich einfach so abartig, dass ich das gar nicht machen will. Ja. Ja. Aber natürlich, die wird noch weiter wachsen. Das war ja eigentlich die Fotowand in meinem Wohnzimmer, wo ich eigentlich meine Aufnahmen gemacht habe letztes Jahr. Aber das habe ich jetzt hier hingestellt, damit ich im Stream einen schönen Hintergrund habe mit mir im Hintergrund, im Vordergrund und im Hintergrund. Ja. Und ich habe etwas für euch mitgebracht. Mit aus dem Jahre 2007. Das Schlimme ist, ich habe einfach die CD davon verloren. Ich habe. So, und zwar ist das sogar der Prototyp. Und nicht die. Das ist dieses Single, diese Version davon wurde nie veröffentlicht. Das ist der Prototyp von Attention Whore. Wer von euch erinnert sich an diese Single? Und wer von euch hatte das sogar damals vielleicht mal gehört oder gesehen oder gekauft? Ja. 6 Jahre warst du, Taco. Oh mein Gott. Siehst du, das ist halt der Unterschied. Ich war 18, du warst 6. Ja. Genau, das ist die Prototyp. Da fehlt sogar, das war so lustig, die haben halt am Anfang, die haben ein Bild genommen aus 2006. By the way, ich hatte halt auch in diesem Cover absolut keine Wahl, was drauf ist und was da drauf sollte. Wie ihr seht, war ich in meiner krassen weißhaarigen Emo-Phase back then. Das war Ende 2006, Oktober oder November. Nicht ganz sicher. Und dann hatten die sogar, wie ihr hier seht, fehlt sogar der Titel des Songs. Also Attention Whore ist nicht auf dem Cover zu sehen. Das wurde erst später hinzugefügt. Großartiger Song. Genau, großartiger Song. Iconic, definitiv. Alex, oh no, kein Twitch heute. Nee, heute kein Twitch, weil mehrere Leute mir gesagt haben, ich soll YouTube ausprobieren. Deswegen versuche ich heute YouTube und schaue mir an, wie sich das anfühlt, wie das ist. Ja, genau, wie die Interaktionen sind und ob da vielleicht auch andere Leute dazukommen und wie einfach YouTube ist. Hier sieht man die Backside davon. Da sind natürlich die Tracks drauf und die ganzen Remixes und,
Und lustig finde ich allerdings auch, worauf ich auch keinen Einfluss hatte. Wenn ihr das, ich könnte das leider nicht sehen. Genau, written by, seht ihr das? Written by, da steht, oh, ein Name, den es nicht offiziell draußen gibt. Aber auch noch von zwei anderen Leuten wurde dieser Song angeblich geschrieben. Was nicht stimmt, aber das wurde so da eingetragen. Das finde ich so krass. Das ist immer noch so. Und vor allem anderes Logo, dann hinten, vorne ein anderes, weißt du, also, ich hatte halt gar keinen Einfluss auf dieses Coverart, weißt du, ich meine, so richtig traurig, ey. Und dann kommt Sonnenbank Savior, wo ich Gott sei Dank den Einfluss hatte. Ja, Germany's New Internet Star. Ich schwöre, ich war einer der ersten Germany's Internet Stars 2007. Und wenn das jemand verleugnet, der war definitiv damals noch zu jung. Oder zu alt. Hast du dir damals die Haare geglättet? Aber sieht auch echt gut aus. Ja. Also Haare glätten des Todes. Jeden Tag. Ja. Ich muss leider schon los. Wünsche euch viel Spaß. Rusko, mach weiter so. Du bist klasse. Thank you, Mo Frankfurt. Thank you, thank you, thank you. Mua. Ich gebe mein Bestes. Ich mache weiter so und nicht anders. Und genauso möchte ich auch von dir das hören. Mach weiter. Mach das, was dich glücklich macht. Die zwei sind mein Produzent und mein Manager gewesen. Also er macht auf alle Fälle immer noch Musik. Wir haben nicht wirklich Kontakt. Ich hatte sogar kurz überlegt, ob ich vielleicht nochmal Kontakt aufnehme, jetzt wo ich Musik machen wollte. Aber da sind halt so viele Sachen leider irgendwie schief gelaufen. Höchstwahrscheinlich, weil ich einfach zu jung war. So viele Sachen schief gelaufen, dass ich dann gesagt habe, komm, ich versuche das, ich ziehe das jetzt so gut hoch, alleine, wie ich es hinkriege. Und es hat ja gut geklappt. Sonnenbank Savior gefällt uns. Wir lieben diesen Song, ist iconic. Das Video ist iconic und ich habe das alles selbst auf die Beine gestellt. Und von daher alles gut. Sollte so sein, wie es ist. Als ob du heute älter aussehen würdest als damals. Ich sehe, natürlich sehe ich älter aus, aber älter aussehen heißt ja nicht unbedingt, dass es schlechter aussehen ist. Ich liebe mein Alter, ich liebe mich, ich liebe, wie alt ich bin, weil ich kein Problem damit habe. Wisst ihr, was ich ganz schlimm finde? Wisst ihr, was ich ganz schlimm finde? Wenn Leute sagen so mäßig, wie alt bist du denn? Ich bin 29. Oh, come on. Ich bin 32 und ich bin top in Form. Mein Alter ist super und ich werde bestimmt nicht mit meinem Alter lügen. Und ich werde auch mit 40 sagen, wenn ich 40 und hot und sexy bin, werde ich sagen, ich bin 40. Damn! dass die beiden sich mit reingeschmuggelt haben in Songwriting. Ja, oder? Oder? Richtig sneaky, Gerti. Ja, aber wie gesagt, wenn man alle Sachen einfach Verträge unterschreibt, ohne sie zu lesen, weil man jung ist und man sagt, yes, Musik machen, berühmt werden, yes, dann unterschreibt man alles und gibt alles ab. Macht das nicht. Lest, was ihr macht. Wie ist die Teenie-WG auf dich aufmerksam geworden? Fragt Mr. Banana. Teenie-WG ist erstaunlicherweise auf mich aufmerksam geworden, weil ich angefangen habe, weil YouTube schon groß wurde um mich herum. Das heißt, wie ihr wisst, das Internet war damals noch etwas kleiner. Und ich hatte mit 2006 mit YouTube angefangen und 2007 ist es aber Anfang 2007 richtig groß geworden. Und dann hatten die mich im März, war das, angeschrieben. März, genau. Angeschrieben, haben Kontakt zu mir gesucht und haben gefragt, ob ich Bock hätte, auf ein Casting zu kommen. Und ich so, ja, klar, Mann. Und dann war ich auf dem Casting und dann haben die mich genommen, kein Wunder. Und dann haben wir Ende April gedreht. Genau. Und dann nochmal Ende Mai hatten wir dann nochmal gedreht für die Mallorca-Staffel. Leider gibt es nichts im Internet, weil ich so verrückt war und alles gelöscht lassen habe. Naja. Ich bin seit Jahren 29. Alles gut. Die Einstellung entscheidet. Das ist hot. Alex, dein echtes Alter ist das beste Alter, was du haben kannst. Sei stolz darauf, wie alt du bist und was du in deinem Leben erlebt hast und erfahren hast. Okay? Nicht lügen. Nie lügen. Und auch vor allem nicht mit deinem Alter lügen. Okay? Easy. Easy.
I mean, Changes sind ja nichts Schlechtes. Rusko-Style ist einfach super. Eben, Change ist gut. Wir brauchen Change. Und vor allem, das sage ich immer, kennt ihr den Spruch? Bleib wie du bist. Natürlich ist der gut gemeint, aber das Ding ist, und das habe ich auch irgendwie in einem alten Video von mir mal gesagt, bleib wie du bist ist etwas, wo du ja eigentlich, und ich bin halt gegen das, bleib wie du bist. Ich bin dafür, dass wir immer uns steigern und besser werden und reflektieren, wer wir sind, was wir tun, wo wir hinwollen. Und hello, Peter, ja? Hello, Frederik Pfeiffer, hello. Genau, und deswegen sage ich, bleibt nicht wie ihr seid, werdet eine bessere Version von euch. Denn mit jedem Tag habt ihr Wachstum mit allem, was ihr erlebt und nehmt das an und auf und gibt es wieder weiter. Genau. Wichtig. Ja. Ja, genau. Außerdem habe ich mir gedacht, dass meine Streams vielleicht ein Ticken kürzer werden, dass ich halt jetzt nicht irgendwie 2 Stunden hocke, weil ich bin danach auch recht ausgelaugt, auch wenn es super Spaß macht. Und man kann auch nicht von jedem verlangen, dass man irgendwie 2 Stunden miteinander verbringt. Aber mindestens 1 Stunde werde ich auf alle Fälle immer mit euch sein. Und ich werde euch jetzt einen kleinen Sneak Peek zu meinem neuen Video zeigen, was ich am Montag veröffentliche. Und es geht um Zensur. Nadine, hello Nadine. Oh. Alle, die mir nicht folgen, die jetzt gerade hier sind bei Instagram, bitte schreibt mir, dass ich euch zurückfolgen kann, weil ich sehr, sehr gerne mit den Menschen, denen ich auch live kommuniziere, auch wirklich kommunizieren kann. Auch folge, dass sie wissen. Ja. So, Fabian Scherer, Grüße gehen raus aus dem raus an den Propheten der Hotness. Mich. Ja, I know. Danke für deine hotten Vibes und hotten Lebensratschläge. Dein Fapsel. Hello, Fapsel. Yes. Thank you. Danke, dass du da bist. Danke, dass du reinschaust. Ihr kennt das. Ich möchte euch helfen. Ihr wisst, ich bin ein guter. Ich bin so ein guter Mensch einfach. Dass ich das tue, dass ich euch meine Bilder gebe, meine Videos gebe, meine Sprüche gebe, damit ich euch wirklich inspiriere. Ja? So. Der ultimative Avantgardist. Ich bin so. Ein ultimativ alles. Was ich meine? Ich bin so ein ultimativ alles. Oh mein Gott. Was habe ich für eine Unterschrift, für ein Foto benutzt? Das finde ich auch passt sehr, sehr gut zu mir. Wo waren das? Ich bin ein Philanthrop. Philanthrop. Philanthrop passt auch sehr gut. So. Mindestens 1 Stunde direkt. Oh, Ike-Fan, Benjo! Immer wie diese verschiedenen Namen. Leute, bleibt doch mal bei einem Namen. Wenn ich irgendwo bin, dann heiße ich Rusko, Rusko-Star. Man weiß, wer ich bin. Egal ob online, noch eigentlich nur online. Ob bei Videospielen, irgendwo online, dann weiß man, dass ich es bin. Aber nennt euch überall gleich, damit ich euch auch wieder erkennen kann. So. Ja. Genau. Genau. Ja, genau, ich wollte euch ein Snippet aus meinem neuen Video zeigen. Jacqueline Berger, hello! Hey Rusko, ich kenne dich nur durch meine Schwester Celine. Celine, welche Celine meinst du? Aber wir wollen ja hier nicht zu sehr ins Private Life gehen, deswegen sagen wir einfach mal, das freut mich und es freut dich, dass du mich jetzt mal live hier in Action siehst. Und genau. Kann ich denn eigentlich, wenn ich möchte, direkt erstmal Sachen remove, hide, report, remove, pin. Aha, okay, sehr gut. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, ich wollte gerade mal schauen, wenn hier irgendwas passiert, was ich nicht will, dass ich das vielleicht auch entfernen kann. So, ja, und ich wollte euch ein Snippet zeigen von meinem neuen Video über Zensur und warum ich gegen Zensur bin. So, wir machen mal das Video auf. Was? Oh, nicht so laut. Ich muss aufpassen. Ich weiß, es geht ja immer sehr, sehr laut in den Chat, nicht wahr? Und genau. Jetzt zeige ich euch mal eine Szene. Ich hoffe, ihr freut euch. So, ich bin immer Banjo, aber YouTube wollte mir keinen Einzelnamen gönnen. Oh mein Gott.
Ist die Kette eigentlich selbst designt oder was ist nur Zufall, dass du diese gefunden hast? Steht R für etwas anderes als Rusko? Nein, steht nur für Rusko, weil das Wichtigste ist Rusko. Nein, die hab ich eigentlich für den Sonnenbank Savior Dreh besorgt, aber die kam irgendwie erst 2 Wochen danach an und deswegen habe ich sie seitdem. Ich wollte einfach nur eine schöne Kette, die gerade zu meinem Style passt. Und seitdem trage ich sie, ich mag sie sehr. Genau. Ich bin ja von Silber auf Gold gegangen in den letzten Monaten und genau. Ja. Genau. So, und ich zeige euch jetzt und wir gehen mal auf React. Guckt mal mein React-Button. I love it. Und wir gehen jetzt mal kurz aufs Video. Gut und das Schlechteste, ne? Das ist ja jeder Ist es laut Mannes genug oder leise eigene genug? Wahrnehmung zu dieser Sache. Etwas zu löschen wird deren Meinung nicht ändern. Im Gegenteil. Wow, guck mal, seht ihr Stell dir den mal Raum, den ich vor, eben glaubst designt du, die habe? sitzen da und schreiben: Wow. Boah, du untalentiertes. Du kriegst gar nichts Wow, hin. Oh, du. so gut. Du. Immer noch aggressiver und werden diesen Wut und diese Aggression woanders und noch größer und stärker rauslassen wollen. Ob es wieder gegen die gleiche Person ist oder woanders und ihre Meinung wird nur noch verstärkt. Somit hat man ja genau das Gegenteil von dem, was man wollte. Denn wisst ihr, was mir wichtig ist? Mir ist es wichtig, dass es Diskurs gibt, dass es Kommunikation gibt, dass man darüber spricht. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert, dass du so wütend bist, weil ich so atemberaubend bin? Erklär mir das. Oh, die Szene ist wirklich gut. Ja. Bald. Oh mein Gott. So, wann erscheint eigentlich dein neuer Song? Mein neuer Song erscheint im Juli, wenn alles klappt. Juli, Juli, Juli. Ende Juli wahrscheinlich. Genau, ich bin von Gold auf Silber. Ah, also ich liebe ja Silber, aber irgendwie hat mich dann Gold so gepackt. Von Silber auf Gold und bald geht Rusko Star Platin. Ich schwöre, oh mein Gott, yes. So und nicht anders. Auf jeden Fall. Der Hintergrund ist Wahnsinn, oder? Ich habe den so schön gedesignt mit Bildern von mir, mit meinem Video auch in der Ecke, dem Sonnenuntergang und den Wellen in der anderen Ecke. Und das Video wird gut, das wird lustig. Und genau, wird richtig hot, Boswani, Gerti, ich schwöre, ich bin so ein guter Mensch einfach, das sage ich immer wieder, das sage ich immer wieder. Und diese bestimmte Szene war natürlich übertrieben gut. Warum bist du so wütend? Weil ich so atemberaubend bin, ja. Erklär mir das. Was soll ich erklären, Alex? Was soll ich erklären? Mike Wolfram, Leute, ich schwöre, Mike Wolfram. Ich sehe dich immer mal wieder auf Social Media und ich finde das super spannend, was du da machst. Du musst unbedingt mehr posten, weil ich einfach generell ein bisschen mehr erfahren möchte, was du da so machst. By the way. Hi Rusko, I'm going to learn German to have a conversation with you. Oh my God! Well, actually, you can always write me in English. I will answer you. But for my current audience, I'm talking German, so, but I'm glad you're here. Mwah. California Candy, ja. Yeah. Oh mein Gott, schon lange nicht mehr auf online über Englisch gesprochen hier, öffentlich, ja. So, genau. Ich hatte ja, da war Alex dabei, letzt, nee, vor 2 Wochen war das, da hatten wir hier diese Liste gemacht. Und zwar Rosco Star und was die Wörter sind, mit denen, was ihr assoziiert mit Rusko Star. Und ich dachte mir, vielleicht machen wir noch kurz damit ein bisschen weiter. Assoziationen und Wünsche für Rusko Star, was ihr in der Zukunft seht von ihm. Deswegen machen wir das jetzt kurz hier dran. Wo sind denn meine Pins? Verdammt! So, hier sind meine 2 Pins. Und dann sieht man das hier gut? Ne, das ist zu niedrig, ne? Dann machen wir das hier hin. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, come on. Ich finde das Loch nicht. Wartet, wartet, wartet. Gleich, gleich, gleich. Ich habe hier schon ein Loch gemacht vom letzten Mal. Das wollte ich jetzt wieder benutzen, bevor ich jetzt hier irgendwie die Wand neu mache. So. Da müsst ihr jetzt mit mir zusammen. So.
So, dann werden wir jetzt mal kurz ein bisschen anzoomen, weil dann sehen wir ein bisschen mehr. Ich habe hier meine Farben. Und wir machen das jetzt. Also, was ja auch für die Zukunft von Ruskus da ist, generell, wir haben Assoziationen. Letztes Mal haben mir die Leute schon ein paar Sachen genannt, was ich sehr, sehr gut fand, was auch natürlich auch tolle Assoziationen sind in Verbindung mit mir. Und wir haben Wünsche für Ruskus da. Und damit meine ich nicht nur, was für eine Art von Content ihr euch wünscht, sondern wo seht ihr, was wünscht ihr euch, wo seht ihr Ruskus da in der Zukunft? Was macht Ruskus da? So. So. Ich bin nicht schlecht vorbereitet. Was laberst du? Ich bin immer übertrieben gut vorbereitet, ja? Kreuz wie Jesus, unser Prophet. Bäm! Ich glaube, so gerade so hier in der Kamera sieht das richtig gut. Ich sehe mich ja nie so von hinten, wisst ihr, was ich meine? Das ist aber ein guter Anblick. So, also, ich möchte jetzt von euch hören. Was für Assoziationen habt ihr, wenn ihr an Ruskus Star denkt? Be honest. Ja, seid ehrlich. Wir wollen damit arbeiten und wir brauchen das für unsere Zukunft. Für unsere Zukunft als Make Germany Hot Again Family. Weißt du, ich meine? Meine Hotties. Ich und meine Hotties. Vom Nipple Wednesday zum Butt Wednesday. Sieht man meinen Butt, wenn ich stehe? Oh ja, doch ein bisschen. Ne? Butt ist auch gut, ne? Alles ist gut. Oder man muss aufpassen. Okay. Los. Eure Assoziation. Ich habe schon Selbstdarstellung, Hot, Think Positive, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstbräuner, Sexiness, Mut, extra, extravagant. Das bin ich und das kann ich auch alles unterstreichen. Ja. You graduate today, then have success? I don't know. So, I'm glad I can make you happy. Yes. Okay, ich brauche eure Assoziationen, Leute. So. Motivationsbooster wäre das erste, was in meinem Kopf schießt. Motivationsbooster. Das schreiben wir jetzt mal auf. Auf Motivationsbooster. Bam! I like that, Leute. Unbeschreiblich, sagt Illumi. Unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Weil so viele gute Sachen sofort in deinem Kopf aufpoppen, wenn du mich... Ja, das kann ich verstehen. Das verstehe ich absolut. Mode. Ist eigentlich krass, dass Mode da irgendwie kommt, weil ich Mode nie so als mein Haupt... Oh, Motherfucker! Jetzt. Sorry, YouTube, das habe ich nicht gesagt. Alles gut. Ich hab das auch nicht gehört. Mode. Mode, weil ich eigentlich nie den Kohl... Also klar, Mode, das, was ich halt verkörpern möchte, klar, ist ein Teil davon, aber dass ich denke nie so viel nach über Mode. Fitness! Sag jetzt nichts, weil YouTube wird das nicht gefallen. So, Fitness. Ja, ich muss ja wie gesagt auch unbedingt Fitness-Videos machen für YouTube. Na? So, positive Energie. Think positive, I think, sollte auch passen, Boswani. Mentor. I like that. Mentor Nadine. So, Manu, hello, welcome to my Real Talk Stream. Gerade machen wir ein Moodboard, vor allem sieht man das nicht wegen dem Chat, sehe ich gerade. What the fuck, Rusko, kannst du das nicht ein bisschen anders machen? Warte, das müsste ja dann so sein, damit ihr das auch seht, ne? Was war das? Da war irgendwas, aber ich habe nichts gehört. Was war da? Habt ihr das gesehen? Irgendeinen von meinen Dingern, glaube ich. Goddammit. Egal. So. In einem älteren Video hattest du mal erwähnt, dass du sehr gut zeichnen kannst. Wie wäre es, wenn Rusko mal ein paar Originale droppt? Selbstporträts finde ich mega hot. Selbstporträt?
Ich müsste mich mal zeichnen, wie ich mich selber auch wirklich wahrnehme und sehe. Weißt du, das wäre natürlich übertrieben sexy. Hot, das neue Casual, oder? Ja, das stimmt. Ich habe bei dir immer ein Lachen auf den Lippen. Also würde ich auch noch positive Vibes, positive Ausstrahlung sagen. Oh, I love that. Wie gesagt, ich habe hier Think Positive, was habe ich denn? Selbstliebe, Selbstbräune, Sexiness, unbeschreiblich, Selbstbewusstsein, Selbstdarstellung, extravagante Mose. das Positive, weißt du, was ich meine? Positiv. Unterstrichen. I like that. Vielen Dank nochmal für das Positive nochmal. You know? So, Eternal Love. Oh, Liebe, weil ich liebe so. Ich bin immer gut vorbereitet. Shut up! Comedy King. Einer meiner vielen, vielen Qualitäten, die ich habe, ist definitiv mein Comedy-Dasein und mein Timing. Oh mein Gott, ich liebe das. Oh mein Gott, Rusko, mach einfach 24 Stunden Livestream. Ich schwöre, ich würde dich auf Arbeit streamen. Echt? Ist das so? Ja, ich meine, wie gesagt, wenn ich einmal die Woche Livestreame, ist das ja, glaube ich, okay. Ja. Und dann, ich will dir ja dann natürlich auch irgendwelche Sachen einfallen lassen und das ist halt natürlich hot und sexy ist so, ne? When is the next song coming out? And will it be in English for your non-German speaking fans? Leo, hello. We had just had California Candy in our chat. She's also from America, and sadly, the song is a German song since I'm really focusing on the German community and German people because my vibe and how I talk in German is specific for German language. So I'm doing the German thing for now. Who knows? Maybe again, I'll be someday soon. I'll be like internationally, you know, like, but now. Deutsch einfach. Ich schwöre, ich rede Deutsch, damit auch die Deutschen einfach verstehen, was ich ihnen sagen möchte, wie ich ihnen helfen möchte. Vor allem, wie einfach die Persönlichkeit sich ändert, wenn du andere Sprachen sprichst. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das wäre der Hit. Ja, irgendwann werde ich zeichnen, Mike. Das wäre doch mal eine schöne Idee. Rusko-Star und zeichnen. So. Oh, Gaming-Talent. Ich finde es bis heute erstaunlich, wie gut du in Smash bist, obwohl du nicht viel Zeit wie andere reinsteckst. Leute, ich bin Multitalent, ja? Ich bin Gaming-Talent. Ich bin ein atemberaubender Sänger, Rapper, Tänzer, Poet und alles andere, was ihr euch vorstellen könnt. Oh, America isn't hot. Got it. Well, I'm living in Germany, and the first thing I gotta do is make Germany hot again, and then we can go on from there. Yeah? Got it. Oh yeah. Wie gesagt, so und nicht anders. Ey Leute, boah, ich hab 19 Zuschauer. Hello an alle, die noch dazugekommen sind. Ich bin's, euer Rusko Star, Prophet der Hotness. Ihr kennt mich, ihr liebt mich, ihr braucht mich. Und, ja, wir machen gerade eine Liste, die ist schon fast voll jetzt, was ich eigentlich gar nicht so wollte. What's your zodiac sign? You could tell me, what do you think? What is my zodiac sign? Hottest We Fit. Ich sag ja auch, ich nenne We Fit Trainer nicht We Fit Trainer. Ich nenne ihn King Fit Trainer, weil ich spiele ja den Mann, den gelben Skin. King Fit Trainer. Weiß nicht, passend zu mir. Inspirational. See, California Candy, inspirational. Selbstliebe, habe ich auch noch Motivations, inspirierend. Inspirierend, that's actually a good idea. Inspirierend mache ich auch noch dazu. Inspirierend. So. Fall nicht runter. So. America is hot as fuck, not like Germany. That's why people here need Rusko the most. Manu, you said it. I know, Germany really needs me. Like, yeah, I know.
Deutschland braucht mich, das sage ich immer wieder. Und mal schauen, wo das hingeht. Ja. Wie gesagt, ich habe den Song in der Pipeline. Nächste Woche Montag kommt das neue Video, wo ich über Zensur im Internet spreche. Habt ihr irgendwelche Gedanken über Zensur im Internet, vor allem was Kommentare und sowas angeht? Oder ist es jetzt blöd, wenn ich darüber spreche, wenn das Video am Montag kommt? Oder vielleicht haben wir andere Themen, über die ihr sprechen wollt, wie wir Germany hotter machen können, ja? Ist so, ey. I still listen gorgeous. Yeah, my new song comes out. You mean, my current song came out in March, California Candy. You should totally watch the music video. It's super hot. It's German, but it's super hot. And the next song comes out in July. So you better be ready. It will be even hotter and sexier. And yeah. Leo agrees, Manu. You know. The superhero we all need. Ich weiß. Ich bin so ein guter Mensch einfach. Ja. Leute, wollen wir ein, ich weiß, ich habe das vor 2 Wochen nochmal, aber ich würde gern euch die aktuelle Version von Cabrio vorspielen. Habt ihr Bock darauf? Die Instrumental, und ich werde dazu live performen. Und wir werden, und ihr könnt mir nochmal sagen, ob vielleicht irgendwas euch auffällt und sowas. Außerdem habt ihr gehört, Sonnenbank Savior Remix kommt auch. Im Juli wahrscheinlich mit der Single zu Cabrio. Dazu kann ich euch gerne auch einen kleinen Snippet geben, damit ihr mal hört, wie sich das anhört. Es wird nämlich ein ganz anderer Vibe. Taco, wie fändest du es eigentlich, wenn ein größerer YouTuber auf dich reacten würde? Ich fände den Gedanken gerade daran recht funny. Jeder soll auf mich reacten, der auf mich reacten will. Also, ich fände das natürlich super. Vor allem, ich lebe ja, Ruskostar lebt ja davon, die Reaktion von anderen Menschen und die Interaktion mit anderen Menschen. Und von daher, auch wenn es kein großer YouTuber ist, ihr alle macht ein Reaction-Video zu Ruskostar. Bam, auch wenn ihr das Musikvideo zu Sonnenbank Saver schon 50 Mal gesehen habt, was ja kein Wunder wäre, könnt ihr immer noch ein Reaction machen und einfach mal zeigen, was ihr daran findet, wie ihr das findet, was ihr gut, was ihr schlecht findet und lustig findet. Und das würde mir auch heute sehr, 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 sehr viel bedeuten. Genau. Hast du es auf dem PC? Läuft das Video über das Handy? Warte mal. Stopp. Das ging jetzt aber schnell. Wunschpool-Tab-Stream mit Rusko-Foto-Nippel-Stream. Das kommt noch. Ich werde definitiv noch ein Bathtub-Stream planen. Auf YouTube, wenn es sein muss. Oder auf both. Oder wie auch immer. Hau raus. Das heißt, ich werde euch gleich nochmal den Song zeigen. Mach in Zukunft mal mehr Rap-lastige Sachen. Das würde dir auf jeden Fall gut stehen. Erstaunlicherweise ist der neue Song sogar ein bisschen melodischer. Aber ich werde euch gleich mal einen Freestyle geben vom neuen Song, dass ihr auch einen Einblick kriegt. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr, ich freue mich sehr auf den Release von dem neuen Song. Ich bin sehr stolz darauf, weil es einfach für mich noch eingängiger, melodischer und catchier ist. Und ich werde es euch gleich zeigen. Hast du es auf dem PC oder läuft das Video über das Handy? Was genau meinst du, Otter Kotze? Was läuft auf dem PC? I don't know. California Candy. Yes, I'm Scorpio. The hottest zodiac sign ever. If you could do a collab with any other German singer, who would it be? Katja Krasavice? If I could do, I would definitely do one with Katja Krasavice. Because she's one of the few German artists I'm actually listening to. Cabrio hat eine geupdatete Version. Let's go! Und Sonnenbank Savior Remix. It's getting better and better. Ihr werdet beide Sachen gleich noch hören. Yes. Größere YouTuber, wer soll das sein? Also ich meine, ich bin der größte YouTuber. Erst einmal eh. Ne? Also größter Instagrammer, YouTuber, Influencer, Musiker, Rapper, Sänger in Deutschland. Ne? Das wissen wir ja alle. Ja. Englisch singen solltest du unbedingt. Wie willst du sonst einen ganz internationalen Hit landen? Die ganze Welt braucht dich. Ich weiß, die ganze Welt braucht mich, Mike. Aber ich konzentriere mich erstmal auf Deutschland. Und Deutschland braucht mich mehr als alle anderen gerade. To be honest. Von daher, ja. Ein Feature mit Big Mike wäre auch ultra hot.
Also, wenn Big Mike Bock hat, bin ich natürlich dabei. Jede Sache, ich meine, Big Mike hat natürlich auch einen sehr, sehr geilen Vibe, den ich selber sehr, sehr gut finde. Und von daher wäre ich auch da definitiv dabei. Sag Big Mike Bescheid, guck mal, check mal Rusko Star out, dann bin ich dabei, definitiv. Hello Jamal, hello, hello. Orpheus ist nice, ja, ich weiß. Du wirst gleich den Song hören, den neuen Song. Ich meine wegen Cabrio, ob du es auf dem PC hast oder ob es wieder über das Handy laufen lässt. Beim Handy leidet die Quali immer etwas, aber ist auch kein Beinbruch. Das Ding ist halt, es ist, glaube ich, zu laut, wenn ich es über den. Warte, Leute, ich schicke jetzt. Ich schicke jetzt, damit ihr die Instrumental in einer guten Qualität hört, schicke ich jetzt meinen Song, meinen neuen Instrumentalsong an meinen Laptop. Wollen wir das machen, damit ihr das auch wirklich in High Quality kriegt? Hört, ja? Machen wir das. So. Die Zeit nach Corona wird super. Ich freue mich auf erste Fantreffen danach. Alter, nicht nur, dass ich mich auf Fantreffen freue. Erstmal im Juli, Leute, alle, die jetzt neu dabei sind und nicht beim vorletzten Mal dabei waren. Im Juli bin ich live in Be Berlin zu sehen. Und zwar werde ich ein Meet and Greet haben. Es ist noch nicht klar, wie das alles ablaufen wird, aber Mitte Juli gibt es ein Meet and Greet in Berlin mit mir, Rusko Star, persönlich. Und ich freue mich sehr. Ja. Aber worauf ich mich noch mehr freue, und das ist etwas, was ich unbedingt machen will, ist ein Live-Auftritt. Ich möchte nicht nur euch treffen, natürlich will ich das, oh mein Gott, Austausch, persönlicher Austausch, Beste, aber ich will auch performen. Ich möchte, dass ihr meinen Song mitsingt, ich möchte tanzen, ich möchte performen, ich möchte, dass ihr die Energie spürt, dass ihr meine Energie spürt, dass ich eure Energie spüre. Das ist das, worauf, das will ich unbedingt machen. So, und vielleicht, wer weiß, vielleicht habe ich bis dahin irgendwie drei Songs draußen und dann kann man einen richtig schönen Live-Auftritt. Plus natürlich noch meine Oldies, Attention Whore oder Blonde, und dann geht die Party ab. Ja. Ich würde sofort im nächsten Zug nach Kassel sitzen. Ja, oder? So ein Live-Auftritt. Aber es ist jetzt nicht mein Ziel, dass ich unbedingt in Kassel auftreten muss. Ja. Do you like YouTube Live or Twitch Live more? Us YouTube-Fans need you on here more. Do I like? I don't know yet. There's not much of a difference. Many people from Twitch came over here, so I'm talking to a lot of them, which is really nice. The thing is in my head is that I'm actually, because I have videos here, I have a lot of content on YouTube itself, so it's like switching to a platform that has nothing of me to, you know, like maybe I should try this and see how it goes for like 2 weeks, and then we'll see. Yeah. Scorpios are hot. This is why you fall for them. So, wir haben, der Song ist fast da. Ihr müsst mir gleich sagen, wenn ich den Song abspiele, wie laut er sein ist, also recht leise, damit ihr auch meine Stimme hört, damit ich live performen kann für euch. Ist das okay? So, denn ich habe ihn jetzt. So, in der Zeit. It's getting hot in here. Why is that you? It's getting hot in here. Aber nicht nur wegen mir, sondern wegen euch allen, Leute. Aber richtig. So, und beim Remix werde ich ein bisschen tanzen. Ich werde euch zeigen, wie das. Boah, ich freue mich auch auf den Remix. Leute, der ist so sexy, ne? Ich bin so froh, dass dieses Remix noch gemacht wurde. Auch von Habian 666. Der mich damit sogar ein bisschen überrascht hat. So, also, ich werde jetzt, ihr müsst mir jetzt sagen, wie laut es ist. So. So, hört ihr mich und den Song? Sagt mir erstmal wie war das? War das zu laut? War der Sound zu laut? War meine Stimme zu laut? Oder umgekehrt? Oder? Ja. Ja. Und ich muss aufstehen, wenn ich den Song performe, weil dann bin ich einfach viel mehr im Flow noch. Cocktail, Sonnenbrille, Cabrio, Cabrio. Ah. Sorry. Sag mir, wie war der Sound? Wie ist der Sound? Zu laut? Zu leise? Wie ist es? Wie war das?
Perfekt. Okay, das heißt, ihr habt meine Stimme gehört. Also, dann werde ich euch jetzt meine Live-Performance von Cabrio zeigen mit etwa mit dem abgedateten Instrumental. Yeah. Cocktail-Sonnenbrille, Cabrio, Cabrio, auf dem Weg ins Fitnessstudio, Studio, all diese reichen niemals mein Niveau, mein Niveau. Oh mein Gott, sowieso, oh oh, dafür bin ich bekannt. Selbst die Sonne verliert den Verstand. Optik hot wie ein Diamant, Mercedes Vibes und nicht wie ein Trabant. Ich bin schneller als ein Roadrunner, Deutschland mach mich als Bundeskanzler, Aura stark und massiv wie ein Panzer. Konsumiere mich wie ein Champagner. Ist zu laut? Das Leben ist zu kurz, um ugly zu sein. Tritt aufs Gas und mach die Straße dein. Das Leben ist zu kurz, um ugly zu sein. Tritt aufs Gas und mach die Welt dein. Cocktail, Sonnenbrille, Cabrio, Cabrio. Auf dem Weg ins Fitnessstudio, Studio. Uglys erreichen niemals mein Niveau, mein Niveau. Hot, oder? I love it. Yes. Gut, ne? Gut, ne? Ich schwöre, das wird einfach so ein schöner Summer Tune. Yes. Live Show, are you recording this? Upload it on Instagram too. I love live shows. I was a bit off track because I didn't know if it was too loud or too quiet. So, yeah. I should do actually a live show video. Ich müsste eigentlich wirklich eine Live Show, so eine Live Show Performance machen für YouTube einfach nur. Ja, der Song spreadet einfach mehr als nur Sommer Vibes. Weißt du, der spreadet auch das Gefühl von Freedom, von Stärke, von Mut, von Geschwindigkeit, von sein Leben einfach. Das ist der Hund im Nachbarhaus fängt das Hecheln an. Ja. Ist so, ey. So, und jetzt möchte ich euch, nachdem ihr diesen atemberaubend guten Song Snippet Preview gehört habt, der im Juli erscheint, Cabrio, merkt euch das und ich hoffe, dass ihr dann wieder alles streamt. Ihr könnt auch immer noch Sonnenbank Savior streamen bis zum Ende, bitte, danke. Und das Musikvideo teilen, bitte, danke. That would be amazing. Yeah, I should maybe do that when the next song releases. Maybe really like do. Oh my god, I have to actually talk to my producer about that. Das wird der beste Song, den man auf dem Kopfhörern haben kann, wenn man mit dem Skateboard im Sommer draußen durch die Landschaft fährt. No joke, Taco. Das sind die Bilder, die ich mir auch vorstelle. Draußen bei warmem Wetter, was ja hoffentlich demnächst startet, sein Leben genießen, einfach. Bam. Yes. Yes, 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 yes. Katharina Collins, ich finde es großartig, dass du live hier bist. Hotness pur. Hello, Katharina. Schön, dich zu sehen. Ja, ich wollte, wie gesagt, ich habe euch gesagt, dass ich nicht nur bei Twitch, ich möchte jetzt auch YouTube ausprobieren, gucken, wie das läuft, wie die Leute, die hier sind. Ich möchte mich austauschen. Ich möchte mehr Real Talk euch geben. Ich möchte euch mehr sagen, was so hinter den Kulissen passiert. Zu meiner Arbeit, worum es eigentlich sich dreht. Ich glaube, das kriege ich ganz gut hin. Ja. So, und Katharina, du hast leider gerade die Preview zu meinem neuen Song verpasst. Aber, wo du gerade rechtzeitig bist, ist, wir machen jetzt die Preview zu meinem Remix von Songbank Savior. Also, Leute, ich mache jetzt den Remix an. Let's go. Oder habe ich schon bekommen? Habe ich schon bekommen? Ich hoffe doch. Wo ist er denn? Nein, wo ist er? Oh mein Gott, where is it? Habe ich es geschickt? Remix. Cocktail, Sonnenbrille, Cabrio. Ich bin anziehender als Einico auf Repeat. Läuft bei dir mein Video. Man kriegt nie genug von mir wie Haribo. Oh oh. Boah, ich bin so ein guter Lyrist. Lyrist? Lyrist. Ich glaube ja. Absolutely.
So, ich hoffe, jetzt schicke ich jetzt erst irgendwie. Keine Ahnung, was passiert ist. Hoffen wir mal, dass alles klappt. Brain Hager! Hallo, ich umarme dein Brain. Das ist ja das, was du irgendwie, ja. Wie eine warme Sommerbrise. Alles, was ich tue, ist nicht nur wie eine warme Sommerbrise, es ist wie ein Hochsommer. Ja, Hochsommer. Okay, ich muss mich so langsam verabschieden. Ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Stream. Love you, people. Okay, ich muss mich. Okay, sonst warum wieder? Keine Ahnung. Taco, I love you. Mua, fühl dich umarmt, fühl dich geküsst. Sei hot, übertrieben hot. Hab eine wunderschöne Restwoche, wunderschönen Abend. Sei der Beste, der du sein kannst, denn es gibt nur einmal dich. Yes. Sun will burn until the morning, only for you. Oh, Katharina. It burns for all of us. Alle von uns. Ja? Alle von uns. Alle von uns. So soll das sein. So, okay. Ist jetzt das angekommen, was ich. Ach, nee, noch nicht ganz. Okay. Apropos, vielleicht machen wir noch ein Reaction gleich irgendwann danach. Habt ihr irgendwelche Videos oder irgendwelche Sachen oder generell Themen, mit denen ihr sprechen wollt? Weil, wie gesagt, ich möchte nicht 2 Stunden online sein, vielleicht 1,5 Stunden. Ich zeige euch gleich noch den Song, die Preview zu dem Song. Und dann würde ich gern vielleicht bestimmte Themen mit euch ansprechen, wenn ihr irgendwelche. Ja, genau, irgendwelche bestimmten Sachen, über die ihr sprechen wollt, oder irgendwelche Videos, die ihr mir zeigen wollt, auf die ich unbedingt reacten sollte. Letzte Woche haben wir ja über Jeremy Fragrance gesprochen, nicht letzte Woche, vor 2 Wochen. Und dazu habe ich ja meine Meinung gesagt, was ich von ihm und seinen Videos halte. Ja? Und habt ihr irgendwas anderes in der Zeit, wo ich jetzt genau auf den nächsten Song warte? Wird spannend. Ja, wir haben 18 Zuschauer, Leute. Nicht schlecht, Leute, nicht schlecht. So, ich muss manchmal meine Hose runterziehen, weil ich habe ja eine, abgesehen davon, ich habe sehr kurze Hose, passend zu mir, zu meinen 80ern und meinen wunderschönen Beinen. Ja. So, der Song ist jetzt angekommen. Also, Leute, haltet euch fest. Ich präsentiere euch jetzt Weltpremiere. Weltpremiere. Snippet vom Remix von Sonnenbank Savior. Und dazu seht ihr mich, wie ich tanze und es einfach fühle und lebe. Ich freue mich sehr darauf. Also, let's go. Ich hoffe, die Lautstärke ist gut. Ciao Manu, mua, fühl dich umarmt. Hoffentlich bis bald und stay hot und mach Germany hot. Hot Baby, Germany, again. How did you like that? So, genau, Manu, goodbye. Hot Ernährungstipps von dir als Thema oder mal gemeinsam kochen im Live? Kochen, aber ich hasse Kochen. Warte, ich klicke euch drauf ein. Diese Schenkel, ich weiß, ich habe atemberaubende Schenkel. Feuer, 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 yes!
Pseudopulk, Otterkotze, dieser Name, ne? This sounds amazing. Justify My Love vibes, right? The intro is so Justify My Love. It's such a great remix. I know. Aber es ist noch nicht fertig, der Remix. Also das ist nur einer der ersten Entwürfe. Von daher wird das noch besser. Bis Juli. Der Bass hämmert aber gut rein. Mega. Thank you. Ja. Also wie gesagt, ich habe in dem Fall wenig damit zu tun. Und mein Produzent hat mich damit überrascht. Und I love it. Genial, Mike. I know. Minzy. Same. Ich mag den Bass wieder in einer Art Chill-Out-Lounge. Ja, oder, Katharina? Es ist so... Du möchtest chillen, du bist so wie so ein Trance-Zustand, du fühlst dich sexy, du fühlst dich stark, du willst... Weißt du, was ich meine? I love it, I love it. Princely Music, voll Juicy Fruit, Juicy Fruit, Princely Music. Ich bin auch Juicy Fruity. Ja, Bombe, Bombe, Bombe. Ich weiß, Bombe, Pseudo, Hammer, Hammer, Hammer. Feuer, Herz und Feuer passen sehr, sehr gut zu mir, muss ich sagen. Das ist so eine sehr gute Kombination. Sir Kadaku, guten Abend, guten Abend. Danke, dass du da bist. Hello, hello, hello. Der Song läuft in Dauerschleife beim Sex. Mr. Banana, das ist eine sehr gute Idee. Das solltet ihr definitiv alle machen, wenn der Song, der Remix rauskommt. Und ich möchte gerne aufnehmen. Ihr müsst das natürlich dokumentieren für mich. Ja? Hot, hot, hot. So, direkt in die No Netflix Just Chill Playlist. Illumi, yes! So, nicht anders. Kann man ja gleich überspringen, dieses Rumgelaber. Einfach. Opfer mal nicht rum. Ja. I love it. Ich freue mich total drauf und ich freue mich auch, dass ich das euch jetzt zeigen konnte, weil wie gesagt, mit der Musik, das macht mir großen Spaß und da möchte ich auf alle Fälle dranbleiben und weitermachen und gucken, wo das hingeht. Ja, auf jeden Fall. Katharina hatte kurz was gesagt zum Thema Ernährung. Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir als Menschen recht gut wissen, was für uns gut ist und was nicht. Weil wenn ich jetzt irgendwie 3 Tage hintereinander Junkfood esse, geht es mir definitiv nicht gut. Deswegen, also momentan ernähre ich mich eigentlich sehr, sehr gut, weil ich meinen Körper bis Juni und Juli, ja, der Song kommt gut beim Bathtub-Stream, oh mein Gott, ja. Weil ich bis Juni und Juli auf alle Fälle einen Top-Körper haben möchte für das Musikvideo von Cabrio. Und genau, ich ernähre mich von viel Hähnchenbrust, viel Gemüse, viel Fisch, also ich sollte noch mehr Fisch essen eigentlich, Kohlenhydrate meistens nur in der ersten Hälfte des Tages, vorm Sport oder bevor ich Sachen erledigen muss, dass ich natürlich Energie habe, aber dann, wenn ich weiß, okay, ich muss mich jetzt eigentlich nicht mehr groß bewegen oder so, dann esse ich recht wenig Kohlenhydrate, bis gar keine und hauptsächlich dann Gemüse. An Kohlenhydraten esse ich meistens Vollkornnudeln oder Kartoffeln oder Süßkartoffeln oder Vollkornbrot in Kombination natürlich mit allem anderen. Brokkoli ist immer gut, reinigt den Körper. Viel Wasser trinken. Ich trinke ja so ziemlich nur Wasser, keine anderen Getränke. Und deswegen kann ich auch sagen, dass ich mit 32 atemberaubend bin. Trotz Solarium, ja, trotz Sonnenbank Xavier. Ja, genau. Genau, ich habe gestern Selbstbräuner drauf gemacht, aber ich habe es diesmal nicht so geil hingekriegt. Ich bin eigentlich recht blass, also blasser, als ich sein will. Oh naja, jetzt habe ich den Song performt und ich habe dabei nicht meine Sonnenbrille angehabt. Das ist natürlich bitter. Naja, man kann ja nicht alles machen, ne? Ja, genau. So, das habe ich also, meine Ernährungstipps habe ich euch jetzt weitergegeben. Das Flüstern, ne, im Remix ist einfach so sexy. Geh lieber mal Solarium. Das ist, kommt ja vor, im Originaltrack kommt das ja in der Bridge vor, mit dem, wo Beat Drop ist und dann, da flüstere ich, ja. Und jetzt, dann hat er das genommen und hat es in den Refrain, als Refrain gepackt. Und ich finde das einfach so sexy geil. I love it. Rusketo. Ja, ich bin ja kein Fan von irgendwelchen Zusatzmitteln, ob es Koffein ist,
Ob es irgendwelche Tabletten sind, glaube ich nicht dran, bin ich kein Fan von. Beweg dich, ernähr dich gut, schlaf gut, all das. Und dann geht es dir auch gut. Also sei einfach gesund. Rusko, du bist eine 10 von 10, Kunstwerk. Was du hier abziehst, ist das avantgardistischste, was ich je gesehen habe. In der Kunstgeschichte hat eine neue Epoche begonnen. Du bist genial. Mike, mit dem, was du gerade gesagt hast, hast du absolut recht. Ich bin so eine Ikone. Aber nee, wirklich jetzt mal. Jetzt mal wirklich. Jetzt mal wirklich. Das ist das doch, was ich sage. Kennt euren eigenen Wert. Ich kenne meinen eigenen Wert. Ich weiß, dass ich talentiert bin. Okay? Das weiß ich. Und wenn mir jemand was anderes sagt, dann sage ich, fuck off. Okay? Konzentriere dich auf dein Leben. Mach dein Ding. Das ist das Wichtigste. So, und Kunstgeschichte. Ich schwöre, meine Sachen, ne? In der Kunstwelt selbst, wo ich mich so bewege, gibt genug Menschen, die das, was ich tue, shit finden. Was auch okay ist, das können die ruhig finden. Ich weiß aber, dass es das Beste ist, was geht. Ja? Die dürfen das, ne? Jeder hat seine eigene Meinung. Aber ich weiß, was die Wahrheit ist. Das weiß ich, das fühle ich. Das wisst ihr auch, für euch und eure Sachen. Absolut. Und lasst euch von niemandem, egal wie etabliert diese Person ist, was anderes sagen. Ich schwöre. Ja. Danke, Mike. Ich weiß. Katharina, bitte, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Ernährung oder wie auch immer, ich bin da für euch alles. Ich helfe euch. Ich bin so ein guter Mensch einfach, ich weiß. Brainhugger, jetzt brauchst du eine neue Hose. Du müsstest jetzt kurz erklären, warum. Wenn, dann hast du dir in die Hose gemacht. Pipi oder Pupu, Kaka. Und warum auch immer, weiß ich nicht. Oder du hast. Was gibt's denn noch? Oh, es gibt vielleicht auch was Positives, was passieren kann. Aber das werde ich jetzt hier nicht ausführlicher. Egal. Wechseln wir das Thema. Apropos, ich habe ja vorhin erzählt über meinen Style. Das war ja die erste Phase von Rosco Star 2019. Das meinte ich mit 80s-Look, aber der Schnösel, der Rich Boy-Look, den ich aber auch super geil finde. Aber der ist ein bisschen mehr Aufwand. Deswegen habe ich mich ein bisschen mehr zum sportlichen, krassen Typen so entwickelt, weißt du? Würdet ihr live? Ist es euch lieber, dass ich ein Video mache? Mir wäre es eigentlich lieber, glaube ich, ein Video zu machen. Ein Workout-Video, anstatt ein Live-Home-Workout. Das wäre auch übertrieben geil. Er hat deine Hose gesehen. Ach so, er hat meine Hose gesehen. Ja, ich glaube, die Geschwindigkeit vom Chat ist echt langsam. Also wie, wann das bei mir ankommt. Oder ich bin sehr langsam, wann es bei euch ankommt. Idee. 10 Flames, die dich hot machen, als Plakat verkaufen. Also wie eine Art Motivation. Das musst du genauer mir erklären, wie du das meinst, als Geschäftsidee, höchstwahrscheinlich. Ne? Paula Reif würde Rusko Star Workouts gucken. Of course. Das einzige Problem ist, dass es halt noch keine Workout-Videos von mir gibt. Aber wie gesagt, das möchte ich halt wirklich gerne machen. So, das Problem ist für mich halt so, ich bin ja. Würde ich jetzt mich fokussieren auf nur eine Sache? Das heißt, ich mache jetzt nur Workout-Videos oder nur YouTube-Videos generell. Oder ich streame dann aber nicht. Oder ich streame nur. Oder das ist mein Hauptding. Oder ich mache nur Musik.
Das Ding ist aber, ich möchte halt gerne streamen, ich möchte Musik machen, ich möchte YouTube-Videos machen, ich möchte auf Instagram posten, ich möchte mich halt nicht zu sehr auf eine Sache fokussieren, also auf alle Fälle Fokus bei mir, Priorität ist Musik, definitiv, und was halt damit so zusammenhängt. Der Stream für mich ist, dass ich halt einfach live mit euch kommunizieren kann, damit ich einen Live-Austausch habe, was mir auch sehr, sehr viel bringt und euch glaube ich auch, wenn es irgendwas gibt, wo ihr irgendwie direkt meine Meinung oder irgendwas wissen wollt oder ob ich euch wirklich mit irgendwas helfen kann. Und YouTube-Videos sind einfach irgendwie etwas, was ich ab und zu gerne machen will, einfach um etwas wirklich zu verewigen. Und abgesehen von Musikvideos jetzt, wie zum Beispiel das neue Video, was ich jetzt posten werde nächste Woche. Ja, es gibt halt so bestimmte Themen, die mich dann auch doch irgendwie sehr, sehr befassen, wo ich das halt auch äußern möchte. Sachen, die wirklich in meinen Augen nicht richtig laufen, so, und die Hypocrites sind und Doppelmoral. Ich hasse ja Doppelmoral. Ich hasse Doppelmoral so sehr. Das triggert mich so sehr. Das glaubt ihr gar nicht, ey. Ey. So, die Weltherrschaft. Eine Mischung ist die Weltherrschaft. Das ist natürlich das große Ziel von all dem. Ja. Eine Mischung ist bunt wie du. Du machst Spaß, weil wir Menschen so bunt auch sind. Ja, sind wir. Sind wir. Leute fragen mich, zum Beispiel, die Kunstfigur Ruskusta. Bla bla bla. Ich sage dazu, ja, Ruskusta ist natürlich nicht mein reales Leben, aber Ruskusta ist ein Teil von mir, sonst könnte ich das nicht sein, widerspiegeln und tun. Ruskusta ist für mich das, was ich mir immer gewünscht habe zu sein. Und indem ich das angefangen habe zu leben und auszuleben, spiegelt sich das irgendwann wirklich wieder in mein echtes Leben hinein. Und ich lerne viel durch Ruskusta und durch alles, was ich tue. Und das ist faszinierend und erstaunlich und toll. Ja. Als Multitalent ist es echt schwierig, jedes Talent einzubringen, verstehe ich voll. Eben, ich weiß. Ich glaube, das Wichtigste ist für mich, dass ich halt wirklich den Menschen was gebe. Und das verpacke ich halt in eine Art Entertainment. Das Gleiche ist aber auch, und das ist, glaube ich, das Problematische an mir, ich möchte nicht einfach nur irgendein Content produzieren. Das heißt, ich möchte nicht einfach nur ein Bild posten, wo ich darunter schreibe, hey, wisst ihr, was ich meine? Ich möchte, dass alles, was ich tue, ja doch irgendwie eine Art Substanz hat, eine Tiefe hat, einen Mehrwert hat, dass der Mensch, der mich konsumiert, der meine Produkte konsumiert, etwas davon hat und nicht nur irgendwie ein schönes Bild sieht. Ich könnte natürlich tausende schöne Bilder von mir machen, wäre kein Problem, aber ich möchte halt auch etwas dahinter noch sagen, so. Und das macht es manchmal schwierig, dass ich halt nicht irgendwie sagen kann, ich möchte jetzt jeden Tag was posten. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Brainhugger weint, weil ich so ein guter Mensch bin einfach. Ja? Ja. Verstehe ich. Ich weine auch jedes Mal, wenn ich mich im Spiegel sehe. Nicht nur, weil ich ein guter Mensch bin, sondern weil ich auch einfach so atemberaubend bin. Ja. Das ist einfach, die Kombination macht's, Leute. Die Kombination macht's. Ja. Ich feiere deine Art. Stay hot. Justus EB. Thank you very much. Ich feiere meine Art auch, sonst würde ich diese Art nicht haben, tun, machen und leben. Ja? Ich freue mich auf den Sommer. Da kann ich noch mehr Fotos machen, noch mehr Videos machen. Aber, oh mein Gott, bevor wir das enden, ich habe es jetzt schon fast vergessen. Wir hatten ja oben die Sache gemacht. Ich will aber unten nochmal machen. Und zwar hatte ich das Thema Wünsche für Ruskusta. Wir machen jetzt bis halb zehn. Das heißt, wir haben jetzt noch 15 Minuten, die ihr mit mir verbringt. Das heißt, ihr könnt mir jetzt gerne noch Sachen, die ihr unbedingt sagen wollt, Sachen, die mich unbedingt fragen wollt, Sachen, über die ihr überhaupt generell gerne diskutieren wollt, sagt ihr mir bitte noch, damit wir vielleicht noch das kurz anschneiden können. Falls es geil ist, können wir natürlich noch länger darüber sprechen, no panic. Oder irgendein Reaction-Video, was ihr mir unbedingt zeigen wollt, worauf ich reagieren soll. Aber bevor wir das machen, denkt schon mal darüber nach. Wünsche für Ruskustas Zukunft. Bitte sagt mir Wünsche. Wir haben schon Fitnessplan.
Video. Live-Workout hatten wir schon mal. Rund um Ratgeber als Content. Mehr mit Uglies interagieren. Ich werde definitiv nochmal auf Omegle gehen mit vielleicht meinem Musikvideo. Ein Tanzvideo, natürlich auch. Und ein Klamottenvideo. Aber ich möchte vor allem wissen, wo seht ihr Rusko Star in einem Jahr, in zwei Jahren? Was möchtet ihr? Wo möchtet ihr ihn sehen? Was tut er? Was tut er in eurer Vorstellung? Das finde ich interessant, okay? Denkt euch mal was aus. Okay, und jetzt. Du kommst bei allem so authentisch rüber. Und den Mehrwert schenkst du mit so viel Liebe und Emotionen deinen Fans. Oh, Katharina, danke. Aber das meine ich ja wirklich ernst. Alles, was ich tue, ob es jetzt halt meine Produkte, mein Merchandise ist, ob es meine Autogrammkarten sind, die ich fünfmal anfange zu schreiben, weil ich irgendwas nicht richtig gemacht habe, weil der Text mir nicht gefällt, den ich dem Käufer schreibe. Es ist nichts, was ich tue, ist gedankenlos oder egal. So, ne, einfach nur um irgendwas zu posten oder sowas. Das tue ich nicht und das möchte ich auch nicht. Und ich werde das so lange durchziehen, solange wie ich kann, solange ich die Möglichkeit habe. Ja. Ich werde immer mehr zu dem, der ich bin und nicht der anderen gefallen möchte. Illumi, genau das ist das Ding. Du hast eine Vorstellung von dir, ja? Und ich hatte diese Vorstellung von mir, wie ich sein möchte. Da habe ich gesagt, lass Rusko Star nochmal zum Leben erwecken. Und leb dein Leben und präsentiere das Leben, was du leben möchtest. Damit habe ich angefangen und das tue ich jetzt. Und dieses Leben lebe ich irgendwie auch. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist ein tolles Gefühl. Wie viel Macht du eigentlich über dich und deine eigenen Gedanken und Gefühle um dich auch selber hast. Wenn du das möchtest und wenn du den Mut hast. Mut ist so wichtig für so viele Sachen. Und Mut bringt dich weiter. Habt Mut. Ist so. Cooler Spruch, ja. Ich fühle mich endlich hot. Illumi, dafür tue ich das. Ich möchte, dass ihr euch hot fühlt. Ich möchte, dass ihr euch hot fühlt. So, Kochstream. Kochen. Oh Gott, ich mag kein Kochen. Das wollte ich ja gerade eben schon sagen. Ich hasse Kochen. Kochen ist für mich reine Zeitverschwendung. Deswegen habe ich so meine Sachen, die ich mache, wo ich weiß, es geht schnell und es ist gesund. Und dann koche ich und das war's. Aber trotzdem, eigentlich wäre es lustig. Es ist ein lustiges Video. Ein lustiges Konzept wäre das. Ich schreibe nochmal auf. Aber Fitnessvideo kommt definitiv bald. Diss-Track gegen Uglies in Zukunft? Nicht wirklich. Ist, glaube ich, nicht mein Dings. Weil ich sage ja, Uglies, die fühlen ja einfach noch nicht die Hotness. Die sind einfach noch selber so unsicher. Klar gibt es immer mal wieder so kleine, ne, Dinger, wo ich was sage, auch in den Songs. Aber ich möchte mich eher auf das Positive konzentrieren, und zwar, dass wir uns atemberaubend fühlen und dass wir eben nicht auf die Uglies hören und dass die uns nicht beeinflussen. Das heißt, wenn ich jetzt einen ganzen Song schreiben würde über, ey Uglies, ihr könnt mir nichts, ich mache mein Ding, aber ihr könnt mir nichts, oh, das habe ich so schön gedingst. Aber dann gewinnen doch eigentlich die Uglies, weil ich meine ganze Energie in diesem Song widme gegenüber den Uglies. Ich möchte doch lieber einen Song mir widmen und sagen, ich bin so hot, yeah, ich bin so geil, ich bin so hot, ich bin so stark, ich bin so selbstbewusst, lebe dein bestes Leben, anstatt dass ich mir jetzt nur um die Uglies... Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, was ich meine. Wunsch für Rusko. Hot love, hot life, hot love. Girl... Das ist mein Leben. Das ist mein Leben, das bleibt so, das wird so sein. Forever in meinem Leben. Weil ich so weit bin in meinem Kopf, dass ich nicht zulassen werde, was mein Leben in eine negative Richtung führt, weil ich auf mich höre. Und ich fühle, was richtig und falsch ist für mich. Mr. Banana, ich finde es mega cool, wenn du mal bei Leroy willst wissen oder so deine Story erzählst mit der Mischung aus Rusko Star und mein Name ist Rusmir. Das Video ist so bewegend, also ernst und Hotness. Wenn du mal bei Leroy willst wissen oder so deine Story erzählst mit Mischung. Wer ist denn Leroy? Ich weiß gerade nicht, wer Leroy ist. Please link me Leroy, schick mir per Instagram, ich checke Leroy aus. Schreib Leroy, dass Leroy vielleicht irgendwas mit mir machen sollte. Also generell, ne, wenn ihr wollt, dass irgendwelche Leute irgendwas mit Rusko Star machen, schreibt denen. Ihr wisst, ich alleine wirkt bestimmt komisch, wenn ich irgendwelche Leute anschreibe, deswegen müsst ihr irgendwie Menschen auf mich aufmerksam machen. Ne? Ja, aber ja, ich meine, es ist ja jetzt so, dass ich ja diese Mischung aus Rusko Star und
Rusmir, ja, wirklich versuche, euch zu geben, wie zum Beispiel jetzt auch auf YouTube. Normalerweise vor einem Jahr hätte ich gesagt, nein, ich werde definitiv kein einziges Wort über meine Intentionen dahinter sagen. Die Leute sollen selber drauf kommen. Aber ich habe das geändert, weil ich möchte euch mehr Infos geben. Wunsch für die Zukunft. Hot Journal mit einer Art Tagebuch mit Tipps und Sprichwörtern. Naja, ich versuche ja in meinen Bildern ja, Sprichwörter und Sprüche und Sachen genau zu euch zu nennen und lustig zu verpacken. Und ich glaube, das ist es ja so, ne, meine Sprüche und auch vor allem meine Zitate, die ja so atemberaubend gute Zitate sind. Ne? Ja. Leroy Will's Wissen ist ein YouTube-Format. Okay, okay, dann schaue ich mir das vielleicht nochmal an. Ja, ich meine, ich bin offen, ich bin für vieles, vieles offen. Und es wird auch alles irgendwie noch kommen, so, ne? Ich mache mir da keinen Stress und ich lasse mir vor allem eben, und das ist das Wichtige, ich lasse mir keine negativen Emotionen und Gedanken mir meine Arbeit und versauen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie denken würde, oh Mann, keiner möchte mit mir ein Featuring haben oder sowas, dann lasse ich mich davon nicht, weil ich weiß, das, was ich tue, ist gut und ich mache mein Ding und es wird dann mit dem richtigen Zeitpunkt werden die richtigen Menschenschritte und so in mein Leben kommen, die ich dann, ja, wo es dann weitergeht. Das weiß ich und es wird auch so weitergehen. Ich bin sehr, sehr selbstsicher mit den Sachen, die ich mache. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und ich kann 100% dahinter stehen. Ob es meine Musik ist, meine Videos, mein Instagram. Ich lasse mir nicht von jemandem anderem, wo ich dann im Nachhinein sage, ach shit, hätte ich das mal anders gemacht. Das Gefühl habe ich nicht und das Gefühl ist das Schlimmste, hätte ich mal. Von daher mache ich weiter mein Bestes. Mal in Öl auf Leinwand. Du brauchst neben dem Merch ein High-End-Produkt, rare, teure Originale für den Kunstmarkt. Hast extremes Potenzial. Ah, du meinst, dass ich wirklich irgendwie so ein Unikat von etwas mache. Zum Beispiel auch ein Pullover, der ein Unikat wäre oder so. Das ist auch eine interessante Idee. Vielleicht sollte ich mir das irgendwie aufschreiben. Aber ich meine, ich habe ein Unikat in meinem Shop, wenn du schon auf ein Meet and Greet, ein Live Meet and Greet, ein persönliches Meet and Greet mit mir kann man sich bestellen. Das ist das größte Unikat, was man, glaube ich, haben kann. Ein persönliches Gespräch mit mir, was das Leben des anderen verändert für immer. Das könnt ihr bei ruskostarshop.de könnt ihr das finden. So, eine Show ähnlich wie Queer Eye, bei der du einen Fan hilfst, zu ihrem besseren Selbst zu finden. Oh mein Gott, sowas würde ich so gerne machen. Alter, stell dir vor, ey. Oh. Jemand, mit dem, wo man das dann auch filmt, ne, wie ich mit dieser Person spreche und wie sich vielleicht dann irgendwas verändert und wirklich, oh mein Gott, das wäre so schön. Irgendwann kommt das. Aber das ist gut. Eine Show, wo ich Menschen helfe. Oder ein Format. Format, wo ich helfe. Das ist eine sehr schöne Idee. I like that. So, wie wäre es eigentlich mit einem Kalender im Shop? Ein Kalender, eine sehr gute Idee. Das habe ich eigentlich auch schon immer mal wieder im Kopf gehabt. Das heißt, ich werde das versuchen, definitiv auch irgendwann demnächst zu machen. Ja. Ja, also für nächstes Jahr wahrscheinlich dann. Ich habe ja genug hotte Bilder für 12 Monate. I like that. I like that. Ich muss mir das eigentlich aufschreiben. Kalender, Shop, Kalender, Kalendershop. So. Niemand kollabiert. Das Ding ist aber wirklich, weil ich bin so hart hot. Die Leute sind halt auch oft erstmal abgeschreckt, weil sie ja selber noch irgendwie Probleme mit ihrem Selbstvertrauen haben und denken sich dann, was ist das? Oh mein Gott, der ist so eingebildet. Aber das schreckt wirklich Leute ab. Aber ich weiß, das, was ich tue, soll die Leute zum Nachdenken anregen. Und von daher, das, was ich tue, ist absolut richtig. Ich finde Minzi super Idee. Ja, oder? Finde ich auch. Katharina, sie hat wirklich, das ist wirklich eine gute Idee. What are your favorite songs to listen to of now? I am listening to a lot of 80s music, actually, to pump me up. I have my own playlist on Spotify. You can find the playlist on my artist profile on Spotify. I have my own playlist. It's called Make Germany Hot Again with a lot of music that I'm listening to, like, for real. Also nochmal in Deutsch. Ich habe eine Playlist, eine eigene Playlist auf
Spotify, wo ich Musik drin habe, die ich wirklich privat höre und die mir den Make Germany Hot Again Spirit gibt jeden Tag. Also könnt ihr das auch hören. Das ist auf meiner Artist-Seite von Spotify selbst. Liz T. Hallo Rusko. Hallo Rusko. Ist irgendwas in deinem Leben, was du bereust? Gibt es irgendwas in meinem Leben, was ich bereue? Ich glaube, dass man, wenn man im Leben, hat man immer Sachen, die man vielleicht bereut hat. So im Retrospekt. Aber ich sage mit dem Kopf, den ich jetzt habe, dass ich nichts bereue. Denn alles, was ich durchlebt habe, gemacht habe, Entscheidungen, die ich getroffen habe, haben mich zu dem Punkt hier geführt. Und ich weiß, wie ich mich heute fühle. Ich weiß, was für ein Leben ich heute lebe. Und ich bin glücklich. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Manche Sachen hätte man vielleicht in dem Moment anders machen, hätte machen sollen. Aber das ist nicht die Realität. Das gibt es nicht. Du hast nur das Jetzt und was deine nächste Entscheidung ist, was du als nächstes machst. Und ich möchte nichts schlecht machen von all den Sachen, die ich erlebt habe. Selbst wenn die Sachen schlecht wirken in Vergangenheit. Diese Sachen haben dich etwas gelehrt. Diese Sachen haben dich zu dem gemacht, der du heute bist, zu dem, der ich heute bin. Deswegen bereue ich nichts. Und auch ihr bereut nichts. Es bringt nichts zu sagen, hätte ich mal. Das Einzige, was ihr sagen sollt, ist, ich mache das oder das oder das. Aber nicht hätte ich. Das bringt euch nicht weiter. Absolut nicht. Merkt euch das. Nach vorne schauen, jeden Tag ein Stückchen besser werden, ein bisschen hotter werden, das sage ich ja immer wieder. Und ja. Lena Staub, hallo! Ich bin noch online, aber ich werde in ein paar Minuten offline gehen. 1,5 Stunden war ich jetzt hier mit euch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Falls noch jemand irgendwas Bestimmtes mir sagen soll, kann, will, ist jetzt die Zeit. Ich werde noch einmal für euch, für alle, die da sind, bis zum Ende mit mir hier waren, werde ich noch einmal meinen neuen Song live performen, weil ich einfach Bock habe und es mir Spaß macht. Seid ihr bereit dafür? Ich werde sogar die Kameraperspektive ändern, damit ihr richtig gut hinhören könnt und mich, genau so ist es, Liz, oder? Ich weiß, es gibt nichts, das ist eine negative Energie, die du dir gibst, wenn du etwas bereust. Das heißt, du umgibst dich mit etwas, was nicht real ist, was dich runterzieht, was dir schlechte Laune macht, was dich hindert. Und deswegen lebt man so nicht das Leben. Genau, nichts bereuen, Leute. In Vollmershausen, kenne ich, ja. So, du bist fort. Ich weiß, Illumi. So, wir machen jetzt noch einmal meinen Song. Bisschen leiser. So, und wir performen noch einmal. Cabrio erscheint im Juli. Cocktail, Sonnenbrille, Cabrio. Auf dem Weg ins Fitnessstudio, Studio. Agnese reichen niemals mein Niveau. Alle wollen sein wie ich sowieso. Oh, oh. Trieben talentiert. Nein, das ist zweite Strophe. Shit. Wir fangen nochmal von vorne an. Ich hoffe, die Lautstärke ist jetzt gut, ja? So. Huh. Make Germany hot again. Cocktail, Sonnenbrille, Cabrio. Auf dem Weg ins Fitnessstudio. Agnese reichen niemals mein Niveau. Alle wollen sein wie ich sowieso. Oh, oh. Dafür bin ich bekannt. Selbst die Sonne verliert den Verstand. Optik hot wie ein Diamant. Mercedes Vibes und nicht wie ein Trabant. Ich bin schneller als ein Roadrunner. Dann schau mal mich als Bundeskanzler. Aura stark und massiv wie ein Panzer. Konsumier mich wie ein Champagner. Freilegendär wie ein Abhandler. Mein Leben fühlt sich an wie der Sommer. Das Leben ist zu kurz, um ugly zu sein. Tritt aufs Gas und mach die Straße dein. Das Leben ist zu kurz, um ugly zu sein. Tritt aufs Gas und mach die Welt dein. Cocktail, Sonnenbrille, Cabrio. Ich bin anziehender als Alnico. Ha! Yes! So und nicht anders. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei meiner Performance. Und bis der Song rauskommt, werde ich das wahrscheinlich jedes Mal machen, bei jedem Stream. So,
Mr. Banana, danke, dass ich hier mit euch diesen Gottesdienst feiern durfte. Es war mir eine Ehre, mit so hotten Menschen Zeit zu verbringen. Ihr seid die Besten. Ich bin so ein guter Prophet einfach, dass ich euch die Chance gebe, so mit mir zu kommunizieren. I love it. I love it, I love it, I love it. Danke euch. Danke dir, dass du da bist. Und aber ich habe die Sonnenbrille schon wieder vergessen beim Performen. Was zur Hölle, Leute. Der heilige Text. Ich weiß, ich bin so ein guter, lyrisches Atemberaubend einfach. Ja. Mal gucken, was ich nächstes Mal anziehe. Oder ich mache ein Outfit-Video. Ja. Mal gucken. Auf alle Fälle. Danke, dass ihr da wart. Ja. Feuer. Ich möchte, dass ihr die nächsten Tage hot seid, euer hottes Leben lebt. Teilt mein Musikvideo, teilt meinen Song, unterstützt mich. Ich fühle eure Unterstützung. Ich unterstütze euch so gut ich kann mit mir, mit meinen Sachen, denen ich euch gebe. Ihr wisst, ihr fühlt, dass das von reinem Herzen kommt, von gutem Herzen. Und ich möchte wirklich Menschen helfen und Menschen, dass sie sich gut fühlen. Wir haben uns alle in unserem Leben mal schlecht gefühlt oder längere Zeit schlecht gefühlt. Und ich möchte nicht, dass wir uns schlecht fühlen. Und in diesem Sinne sage ich, make Germany hot again. Lyristen, verneigt euch absolut, ja. Absolut! Absolute Wahrheit. Ich bin wirklich sehr, sehr talentiert in allen Sachen, die ich tue. Und ich möchte, dass ihr euch wohlfühlt. Und in diesem Sinne, seid hot, verbreitet die Hotness, zeigt allen, worauf es wirklich ankommt. Make Germany hot again. Habt einen wunderschönen Abend. Fühlt euch umarmt. Danke für jeden. Kann ich eigentlich hier sehen? Kann ich den Namen sehen? Wer in meinem Chat ist hier? Ich kann es nicht. Oh no, jetzt habe ich Angst hier geöffnet. Wartet. Ich will nur schauen, ob das geht. Live-Chat. Sehe ich das hier irgendwo? Ah, Participants. Ah, okay. Alle, die da sind. Ich möchte die Namen zumindest, die mitmachen können. Boswani, danke, dass du da bist. Fühl dich umarmt. Brainhugger, Gerti, Illumi, Katharina, Lena, Liz, Minzi, Mr. Banana, Nadine, Otterkotze, Sir Kakadu. Oh, sorry. wie gesagt, danke, dass ihr alle da wart. Wie gesagt, immer wenn ihr irgendwelche Ideen habt, worüber ihr unbedingt mit mir sprechen wollt, nächste Woche werde ich wieder versuchen, hier zu sein. Noch einmal YouTube und so werde ich das versuchen. Mal gucken, wie sich das anfühlt mit verschiedenen Themen, verschiedenen Ideen. Ich werde gucken, was ich nächstes Mal mache, mitnehme, euch zeige, präsentiere. Und so machen wir das. Danke. Ja, Otterkotze, danke. Ja, alle danke. Mua. Make Germany. Leider war der erste Stream, bei dem ich live dabei war, aber war, wie erwartet, mega hot. Danke. Siehst du, war übertrieben hot. Nächstes Mal gibt es noch bessere Sachen, noch mehr Sachen, die ich vorbereite für euch und die wir vielleicht auch zusammen machen können, was spielen oder irgendwelche Videos, die ihr mir unbedingt zeigen wollt, dass wir zusammen reacten. Kriegen wir hin. Ich freue mich. Wir sehen uns nächste Woche. Fühlt euch umarmt. Danke euch. Stay hot. Make Germany hot again. Mua. Der Creative Imperator hat noch nie so viel Talent gesehen. Danke. Guter Abschluss. Ja, es war wunderbar. Schönen Abend dir. Schönen Mittwoch. Mua. Mua, mua, mua. Und sagt allen Bescheid nächste Woche und schaut mein Video und streamt Sonnenbank Savior auf Spotify, Apple Music, überall. Katharina, vielen Dank für deine Zeit und danke an euch für den Austausch hier. Fire Hot Positive. Und überlegt euch, worüber ihr nächste Woche mit mir sprechen wollt. Ich bin da. Ich liebe euch. Oh, das war laut. Warum auch immer.